Käsebrot, Freund. Hallo, Timsche. So, wo hast du mich denn hingeschleppt diesmal? Wir fangen was Neues an, Käse, oder? Ja, so sieht's wohl aus, ja. Das war's dann mit der Firma Craft aus bekannten Gründen. Naja, vielleicht machen wir noch ein paar Folgen, aber es wird nicht mehr lange weitergehen können einfach, ja? Naja, TFC2 halt und so. Ja. Gut, ja, was spielen wir jetzt? Millionär. Oh, der frische Franzose, Der Timsche. frische Franzose mit die leckere Kräuter dabei. Okay, also was für die es nicht wissen, was ist der Sache, Timsche? Millionär, ein sehr schöner Mod zu Minecraft. Wir spielen momentan auf 1.47, gell? Ganz aktuell. Was passiert hier? Naja, im Prinzip hat Millionär vor einigen Jahren die Villager vorausgenommen. Ja, also im Prinzip kann man sagen, Villager nur besser. Ja, Ja, richtig geil sogar, denn es gibt nämlich Questreihen und so. Und das ist das, was so richtig cool ist, finde ich, was halt echt Bock macht. und die Villager bauen geile Siedlungen aus und riesige Anlagen und sonst irgendwas. Es gibt unterschiedliche Völker, vom Japaner bis zum Normannen bis zum Hindi und lauter so Krams, gell? Und Genau. man kann mit denen traden und die Sprache lernen und tralali und tralala, es geht auf jeden Fall voll ab. Genau, ich glaube, am Anfang können wir die Sprache noch gar nicht. Wir müssen erst ein bisschen mit denen handeln, Ja. bis wir deren Sprache sprechen. Und solange ist es nur Kauderwelsch. Furchtbar. Ja, Aber das ja. macht gar nichts. Wir geben gleich Vollgas, oder? Wir müssen nur aufpassen, wir sind im Dschungelkäse, dass wir uns nicht verlieren, ne? Ja, das finde ich, ja, ich finde es ein bisschen schwieriger, im Dschungel zu starten, wenn der Spawn im Dschungel ist. Naja, naja. Ja, gut, wir müssen halt gucken, ja? Also Andererseits können wir hier mal so richtig schön brandroden und so, ne? ja, auf jeden Fall. Da werden Träume wahr. Da werden wirklich Träume wahr, Käse. So, du darfst nur nicht weglaufen und mich im Stich lassen irgendwie. Und Nee, umgekehrt natürlich auch stimmt. nicht, weil sonst finden wir uns nie wieder. Okay, pass mal auf, hier war doch hier das fette Loch. Da war ein fettes Loch, gell? Oder? Ein riesiges. Oh, ein Ozelotze, na sieh an. Echt, das erste Ozelotze? Naja, da flitt nach so, nee, das Huhn flattert. Boah, das ist echt ein tiefes Loch, ja. Warte, 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 warte. Ich Ich gehe da mal ein gucke. bisschen gucken. Warte, warte, wo? Ah, ja, da drüben sehe ich dich. Hier bin ich. Hallo. Hallo, Käsebrot. Stimmt. Oh, da ist ein Ozelotze. Ja, Hallo. Hallo, Ozelotze. Lotze Hier ist ist ja. voll das Riesenloch. Ja, vielleicht können wir uns dafür den. Oh, sieh mal an. Da drüben sieht es mir doch. Da sieht es mir doch flauschig aus, sieht es mir da doch. Kakaobohnen. Naja. Flauschig sieht's da aus. Ja, hier ist halt. Oh ja, hier ist doch hübsch. Hier ist doch hübsch. Das finde ich jetzt. Das finde ich gut. Das Was gefällt mir. gefällt dir? Pam, pam, pam. Ich Oh, du hast schon glaube. hier den ersten Crafting Table gemacht. Naja, natürlich. Sehr gut. Was craftest du Zur uns denn Not Schönes? mal eine Holzschippe, ne? Für den Anfang Ja, eine ist ja. Schippe und mach gleich auch noch mal eine Hacke, oder? Für uns beide irgendwie. Ich baue hier noch ein bisschen Ach so, ja, gut, so ja. Axt und so. Schadet ja nie am Anfang. Ja, klar, brauchen wir ein bisschen, ja. Naja, nochmal von vorne, Tim, hä? So ist das Ja, Leben, ja. ich weiß Das gar ist nicht, halt. wann ich hier das letzte Mal. Oh, ich habe gar keine Stöckchen. Wie macht man die denn nochmal? Oh Gott, ich weiß es gar Was, nicht mehr. Timsche, weißt du, hast du. Weißt du, wann ich das letzte Mal Vanilla gespielt habe? Ist schon eine ganze Weile her. Ja, dann wird's ja mal wieder Zeit, Wie macht man denn hier nochmal Stöckchen? Kerle. So Ja, macht man genau Stöckchen, so. genau. So, hier mal ein paar Stöckchen. Genau, genau so ist das Und dann nämlich. mache ich mir hier auch Ach gleich. so, ich hab dir jetzt eigentlich. Naja, egal. Passt schon, Wie gell? war denn nochmal Spitzhacke? Ach, das ging mit Holz gar nicht, gell? Oder doch? Doch, Nee. klar. Wie war Also, die? Ach ja, so. so. Nee, ich muss hier erst die Planken machen. Ja, natürlich mit. Mit Planken. Ich habe mich jetzt Ah, durch die. ja. Durch welches Textpack spielen wir? Du hast uns ein Textpack rausgesucht, Naja, Käse. wie immer in den Infos, Tim, würde ich dazu Ach sagen. so. Okay. Einfach mal reingucken, ne? Richtig, ja. So. Ach, wunderbar. Ist da. Ach, Vanilla. Also habe ich auch mal wieder Bock drauf. Also aufgebohrtes Vanilla ist doch geil. So, hier. Ja, hier Zack, richtig schön. Axt. Ich muss mich erst an die neuen Texturen auch ein bisschen Also gewöhnen. das, ich fand, also TFC ist schon eine geile Mod, aber das ist echt das, was mir echt so gefehlt hat. So das Spelunkern gehen in die Höhlen rein und irgendwie ist der Creeper um die Ecke und der Zombie schreit und keine Ahnung was. Und Naja, es war. es ist nicht so ewig mühsam, um mal ein bisschen Kram zu bekommen und so. Ja, also das war auf jeden Fall sehr hart. Aber wie gesagt, also Survival vom Feinsten, wie es sein soll, Ja, ne? Survival, wie es sein sollte, ja. Das ist wohl schon wahr, ja. Naja, Sollen wir man. denn hier erstmal direkt uns ein Loch graben oder Ja, ich willst bin doch du? hier längst schon am Ach Graben so, du hier. bist schon. Hallo, wo bist du? Ich wollte hier mal Ach so. runtergucken in das Loch. Ja, ich Vielleicht bin ist da nämlich. irgendwas Wertvolles drin. Hier, so ein bisschen Kohle wäre jetzt nicht ganz verkehrt, Kohle gell? wäre geil.
Aber hier im Loch ist anscheinend keine Kohle. Nee, ist keine Kohle. Nein, keine Kohle. Naja, gut, das wäre jetzt auch nur, ne? Ja. Das wäre nur, also... Ein bisschen... Das wäre fast schon Oh, was ist denn da drüben? Sieh mal an, hier ist schon die erste... Was da? Entweder ist es der Tempel oder ist der erste Siedler. Ich komme mal hoch, warte, ich komme mal hoch. Ah, Kacke. Komm mal hoch zu dir, Käse. Hilfe. Ich bin auf dem Weg, ich grabe uns eine kleine Treppe, die wir nie wieder finden werden, hinterher. Ja? Yay! Ja, klar. So. Dann ist ja super. So, ich bin irgendwo oben. Wo bist du, Käse? Wo bist du? Ja, ich bin hier in unserem Loch. In unserem Loch? Hier. Oh, das scheint ein Tempel zu sein, Käse. Ein Tempel, schön. In unserem Loch bist du. Okay. Naja, halt im ersten Loch, ja. Okay, im ersten Loch. Das passt schon, nicht wahr? Irgendwie habe ich aus Versehen wohl einen Huhn abgekriegt, irgendwie. Naja, das schadet jetzt nicht, ne? Nee, vielleicht hat sich das zu Tode gestürzt oder so. Vielleicht. Hat sich erschrocken vor deinem ersten durchgeknallten Grinsen. Was? Ich gedacht, oh Gott, ich... Oh, du hast uns aber ein schönes Loch gegraben. Warum? Hast du den Crafting-Table mitgenommen, oder was? Ja, ja. Ach, Tim, schön, hast du was? Ajo. Alte Fuchs, da. Ich dachte, wir finden den sonst hinterher nicht mehr. Ach so, na denn. Pack den doch mal hier bitte irgendwo, damit man mal so wie sie was kann und so, wenn man kann. Irgendwie so irgendwo hier? Ist der Wurst. Oh, wir müssen noch eine Tür bauen oder so, ne? Ja, vor allem halt, ja. Und so. Kohle, wo bist du? Ich weiß nicht, müssen wir mal ein kleines Loch graben oder uns mal noch ein bisschen mehr umsehen, gell? Ja, ja, müssen wir mal graben. Oh, es besteht ja kein Risiko mehr, dass uns die Decke auf den Kopf fällt, Käse. Das finde ich gut. Ja, das hat auch seine Vorteile, ja, gell? Ja, definitiv. Es hat schon alles seine Vorteile. Ach. Wenn man nicht mehr TFC spielt. Wo ist ein Baum? Da ist ein Baum. Ich fälle dich. So, ach wunderbar. Unser erstes kleines Lebensloch. Ja, ja. Für den Anfang ist okay. Dschungel, naja. Okay, ich bin ja mal gespannt, wie das uns so... Wie das so wird, meinst du? Ja, ja. Ich weiß nicht, ja. Ich finde Dschungel ist halt echt so anstrengend zum Durchlatschen, gell? Naja. Man muss erstmal ewig diesen blöden Bodengelumpe irgendwie wegkloppen, irgendwie, bis man halt mal ein bisschen. Bodengelumpe. Ajo, es ist doch Gelumpe. Bodengelumpe. Scheiß Natur hier, kacke echt, ja, ey. Die ist wirklich nervig. Ich will Beton und Asphalt. Hä? Wieso bin ich hier? Ich bin hier falsch. Wo bin ich? Hä? Das ist nicht. Ach, da. Hallo. Sieh an. Hintereingang. Ach so. So, okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Lebensloch. Wollen wir. Oh, du hast uns hier schon kleine Esse gebaut. Ja, ja. Guck mal, uns ein bisschen Holzkohle. Können wir mit Holzkohle eigentlich auch Fackel machen? Habe ich noch nie ausprobiert. Mal sehen. Ja gut, schlecht. Ich habe ein bisschen Hunger. Hunger? Ja, ich habe ein Huhn. Er hat ein Huhn? Doch, kann man. Ja? Na ja, dann. Ja, wunderbar. Dann ist ja Knorke. So, naja. Kann für den Anfang ist ja okay. Passieren, ja. Okay. Okay. Schön Fackeln hier. So, Käse. Wie spät haben wir? Ist schon Sonnenuntergang? Ist schon Panik angesagt? Hast du auch gerade auf N gedrückt? Nein. Für den Kalender? Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich nicht? Okay. Nee. Ich schon. Soll ich dir mal einen Huhn braten? Weil ich habe nämlich keinen Hunger. Ja, ja, machst du mal, ja. Willst du auch ein Schwert? Oh, Timsche. Ja, mach mir ruhig mal eins. Wo ist denn? Ah, da. So, gleich ist dein Hühnchen fertig. Da, dein Huhn ist fertig, Käse. Danke dir. Oh, du hast sonst ein Steinschwert gemacht. Ajo, jetzt. Klar. Das ist gut. Wozu haben wir denn hier Steinchen, ne? Da ist das Ozelote. Hallo, Ozelote. Fackel. Ich wollte eine Fackel hier, Kacke. Ja, ist doch schon beleuchtet da drin. Ja, aber hier oben gleich mal eine Partner mit... Dann nicht gleich wieder irgendwas auf unserem Dach rumcreepert, meinst du? Ja, auch das, ja. Und dass ich mich nicht sofort verlaufe. Ach so. Wenn ich jetzt hier irgendwie... Uns mal hier einen kleinen... ...rumlaufe, dann bin ich nämlich weg und dann ist scheiße, weißt du? Meinst du? Und dann muss ich sterben. Das glaube ich nicht. Was läufst du auch nachts durch die Gegend, Käse? Nachts läuft man nicht durch die Gegend. Ajo, jetzt mal nicht und so. Wo ist denn hier? Mal nicht und... Oh Gott, ist das dunkel. Ist das dunkel? Schnell hier mal Licht gemacht. Da. So, noch ein bisschen Licht. Ajo. Ajo. So. Ajo jetzt. Ja, kleines Guckloch. So, morgen müssen wir auf jeden Fall Expedition machen, Käse, gell? Ja, natürlich, ja. Ja, wir müssen halt mal hier das erste Dorf finden, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber da der Tempel, der ist natürlich auch irgendwie verlockend da drüben, ne? Ach so. Ja, gut, ja, im Fall.
Auch das, ja. Hast du jetzt eine Tür eigentlich? Eine Tür habe ich nicht gebaut, nee. Ach, Timsche, weißt du. Redet er von der Tür und macht's nicht. Brauchen wir vielleicht eine zweite, hä? Eine Vorder- und eine Hintertüre. Na, hinten müssen wir eigentlich nicht raus, oder? Nicht? Na. Weiß nicht, willst du hier noch rausgucken, oder was? Ja, ja. Früher oder später ist es doch top, wenn wir hier eine Hintertür zu beiden Seiten rausgehen können und sollen. Wir haben so eine Schlauchbude, weißt du? Ach so. Ah ja, die wird halt lang und schmal. Da gibt's nur Durchgangszimmer. Okay. Ist auf dem Wohnungsmarkt ganz schlecht. Aber dafür günstig zu haben. Ja, wir kennen uns ja, weißt du? Ach so, okay. Da geht das dann, ja. Ah, jo. Aber da muss man sich schon länger kennen, dass man sowas irgendwie hat. Ja, ja, sonst ist das nicht so cool. Sonst ist scheiße, ja? Ja. Oh, was ist denn hier? Ich sehe dich hinter der Wand. Hinter der Wand? Hinter der grünen Tür. Um Gottes Willen. So, was pickelst du denn da, Käse? Hey, ich vergrüße unser Heim. Ach so. Was denkst denn du? Ich meine, wir haben kein Bett, wir können nicht pennen, wir sind schlecht ausgerüstet, wir haben ja nichts zu fressen. Also was wollen wir jetzt draußen rumrennen oder willst du jetzt hier Schluss machen und... Nee. Ja eben, also dann können wir uns doch hier nützlich machen und ein bisschen... Okay, ein bisschen graben meinst du einfach ja? So. Die Schlauchwohnung an den Start. Eine Schlauchwohnung. Ah ja, das ist doch das Beste. Hier ist beste ja noch... Schlauchwohnung aller Zeiten wird das, Käse. Das ist nicht gut. Oh, jetzt ist mir hier die Fackel entglitten. Nicht gut. Pop, schnell wieder an die Wand gesetzt. Machst du mal, ja. Ajo. Ajo. Ja, ja, Millionär. Millionär. Ja, ja, der Franzmann und so, also die Normannen. Ja. Die haben ja auch so Cidre und so Kram irgendwie und Apfelwein und, achso, nee, das ist das Gleiche. Nicht ganz. Calvados und so. Echt? Calvados? Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, die haben sogar Calvados. Und, und bei den Hindis finde ich ganz cool, die haben ja so, die haben so Mudstones, heißt das Zeug irgendwie. Also Matschsteine? Ja, Matschstein trifft es wohl nicht irgendwie. Ich glaube, eigentlich sind es Lehmziegel oder sowas. Ja, ja, okay. Und die muss man dann irgendwie in der Sonne trocknen. Aha. Und dann kann man sie auch noch hinterher in die Forge stecken, wenn man da Freude dran hat irgendwie. Und dann hat man dann die Cooked Brick, die sind so richtig schön schneeweiß. Ah, cool. Während die Lehmziegel, die sind so... Lehmig, matschig. So Timbuktu-mäßig ein bisschen. Ja, die sind also grau, also braun irgendwie, aber die, wenn die getrocknet sind in der Sonne, ja, dann sehen die eigentlich ziemlich geil aus. Ich mag die. Okay. Ich finde sie hübsch. Das ist gut. Also die, aber weiß fände ich ja auch cool, wenn wir so Taj Mahal-mäßig uns irgendwie so einen kleinen Palast irgendwie dahinstellen. Ja, ja, da kannst du auch nicht palastieren da. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir müssen uns auf jeden Fall morgen, sobald die Sonne aufgeht, machen wir uns auf die Suche. Ja. Ja, ja, genau, ja, da gehen wir mal ein bisschen hier. Man kann nämlich hier gucken, kein Dorf im Umkreis von 2 Kilometern gefunden, ne? Nein. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein ganz schönes Stück latschen, ne? Bis da irgendwo mal irgendwann irgendwie... Bis wir irgendwo sind, ja. Ja. Ja, ja, das wird ein Weilchen gehen, ja. Naja. Aber was meinst du denn, in welche Richtung wir uns losmachen sollen? Ja, weiß nicht. Aber komisch, dass hier keine Viecher sind momentan, keine Zombies und nix, oder? Guck mal auf die Schwierigkeit. Bist du etwa auf Easy? Peaceful meine ich. Ich hoffe nicht. Ja, guck doch nach. Normal. Normal, ja. Na dann. Na dann kann ja... Da hat er einfach Schiss vor uns, der kleine Feigling. Da ist der Zombie ist nichts mehr gewöhnt. Gell? Zombie von heute. Ajo. Okay. Der hockt zu Hause und spielt Playstation. Ajo. Fauler... Vielleicht Millionär oder so. Anstatt uns hier zu erschrecken. Ja. Und zu jagen? Ich sehe noch nicht mal eine Spinne irgendwie hier. Ich sehe gar nichts. Ne? Wirklich gar nichts. Komisch. Naja, muss ja auch nicht sein. Aber bei Millionär kommen normalerweise schon Monster, oder? Ah doch, da drüben ist ja, einer. Ja, klar. Oh jo, da. Siehst du mal. Natürlich. Oh, das Ocelot ist reingelaufen. Oh, Hallöchen. Jetzt pest es weg. Jetzt pest es rum. Jetzt kommt es nicht mehr raus, das Arme. Und Fisch haben wir auch nicht, gell? Nee, guck mal, wie es guckt. Hallo. Ocelote. Du kommst nicht weg. Du bist jetzt unser Haus-Ozelot. Jo, da hast du jetzt wieder einen Freund, Timsche. Ja. Und ich bin dann wieder dagegen, weil er zu viel Futter verbraucht. Du frisst dir die Haare vom Kopf. Das Vieh kommt weg. Es wird gleich ins Tierheim gegeben. Nein, das nicht. So einer bin ich nicht. Nee. Nein, das weißt du doch. Ach scheiße, hier ist jetzt auch schon wieder Außenwand. Das ist aber wirklich eine schmale Hütte hier. Ja, ja. Eine schmale Angelegenheit. Aber es ist schön groß auf jeden Fall. Inzwischen schon. Für eine Nacht. Huch. Gar nicht verkehrt. Ja, ja. Wie meinst du, als Fortschritt meinst du jetzt? Ja, ja. Achso. Oh, jetzt haut's ab. Jetzt haut's ab ist hier. Ist aber Schluss hier. Ja, ja, das Haus Ocelot hat sich gerade hier aus dem Staub gemacht. Naja, denn. Muss es halt mal, gell? Ja, ja. Zack.
Ach du meine Güte.